Andere Mistletoe in Türchen 20. Wir malen heute ganz kurz und knapp einen Mistelzweig und ich zeige euch wie. Viel Spaß! Den Mistelzweig, den wollen wir hier auch gar nicht kompliziert machen. Wir machen das ganz, ganz einfach. Im Gegensatz zur Stechpalme, die ja rote Beeren hat, hat der Mistelzweig weiße Beeren dran. Und wie wir die jetzt hier mit drauf malen, das zeige ich euch mal. Das ist gar nicht so schwer. Aber als erstes geht es an die Blätter, denn sie sind ein bisschen länglicher und rundlicher. Und wie gesagt, wir wollen das hier gar nicht kompliziert machen. Wir malen hier einen ganz einfachen Zweig, der hier von oben runter kommt. So, mehr machen wir hier gar nicht. Und diesen Zweig, ein bisschen blasser hier, den malen wir jetzt einfach grün aus. Ich habe hier eine Mischung noch drauf aus Chromoxidgrün stumpf und Hokasgrün hell. Hier, wie gesagt, schon so rundliche Blätter. Ein bisschen wie so ein Tropfen auch, ne? So, währenddessen hier trocknet, machen wir jetzt hier so kleine Bärchen ran und die sind ja normalerweise weiß. Und weiß auf weiß funktioniert halt nun mal schlecht und deswegen machen wir so eine Mischung aus diesem hellen Braun, was wir hier drin haben. Das ist eine Mischung aus Braun und Indischgelb, ne? Oder aus einem Orange und Indischgelb. Und da machen wir hier so an den, wo sich Äste zweigen oder hier auch außen. Einfach so ein paar Bärchen ran in ganz hellem Ton. Müssen noch gar nicht viele sein, das reicht schon. Die lassen wir jetzt auch noch trocknen. Wir machen jetzt noch ein paar Details an den Blättern. Gehe ich auch direkt hier in das Töpfchen rein. Das kann jetzt ruhig ein bisschen leuchtenderes Grün sein. Wie gesagt, ich nehme das Hokasgrün hell. Und da zeichnen wir jetzt einfach bloß so ein paar Blattadern nach. Also je nachdem, wie groß oder klein ihr zeichnet, sollte der Pinsel auch dementsprechend dick oder dünn sein. Und dann gehen wir nur noch mit ein bisschen Neutraltinte. Ich habe ja noch so ein bisschen in meiner Palette. Oder halt ein bisschen Schwarz, also so ein helleres Grau. Und malen jetzt hier einfach nur ganz leichten Schatten rein. Kann sein, dass es noch ein bisschen feucht ist, dann verläuft das ein bisschen. Und wenn nicht, haben wir hier einen Schatten dran. Und mehr würde ich daran gar nicht machen.
ich würde das so ganz einfach und zart lassen. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen dicker machen. Ihr könnt die Blätter ein bisschen dicker machen. Ihr könnt es viel größer machen oder auch noch kleiner. Und ja, fertig ist schon der Mistelzweig. Da können sich Hetze alle drunter setzen und sich einmal knutschen. So, ich schneide es noch aus. Und Anhänger 19 ist fertig. Also wer von Anfang an mitmacht, hat bis jetzt schon 19 kleine Illustrationen gemalt. Ich weiß nicht, ist dir das selber auch bewusst? Hast du schon mitbekommen, dass du hier 19 kleine Motive mit mir zusammen gemalt hast? Das ist wirklich der Knaller. Also ich finde es echt toll. Ich hätte es, glaube ich, selber nicht erwartet, dass mir zu jedem Tag auch was einfällt. Aber es gibt doch mehr Motive, die wir hier zusammen gestalten können. Viel übrig bleiben nicht mehr, wir haben nur noch 5. Und ja, ich wünsche euch viel Freude beim Nachmalen. Kennzeichnet mich gerne mit Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Markiert mich auch gerne in den sozialen Medien mit @lillys.berlin. Und ja, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, denn langsam kündigt sich ja auch so ein Countdown an fürs nächste Jahr, dann abonniert gerne meinen Kanal, stellt das kleine Glöckchen ein, dann bekommt ihr auch immer eine Erinnerung. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis morgen. Tschüss!